Ja, Leute, da bin ich wieder. Ihr seht, mein Zimmer müllt sich langsam wieder voll. Mein neuer Heizraum. Er ist halt doch etwas klein. Aber nichtsdestotrotz will ich euch zeigen, ich habe ja vor einer knappen Woche ein Paket bekommen von Choose Yourself 11. Die haben mir ein paar Formen geschickt und auch Silikon zum selber Form machen. Und auch das Brettermann-Harz. So, jetzt habe ich schon mal von den Formen was gefüllt gestern. Jetzt gucken wir mal, wie sich das ausschalten lässt. Also mit den Lichtverhältnissen ist das immer so eine Sache. Das blendet hier einfach etwas zu doll. So, lösen wir das Ganze mal. Aha, ja. Arschglatt. Komm mal dichter langsam. Wo ist die Kamera? Da ist die Kamera. So, ich muss es bloß noch scharf gestellt kriegen. Es ist einfach zu hell hier. Naja, auf jeden Fall seht ihr, das Ding ist arschglatt. Da brauchst du, das Einzige ist eben die Eingießstelle. Das hast du ja bei jeder Silikonform. Da muss man jetzt ja, schleifen, polieren. Ich tropfe da am liebsten oben noch mal ein paar Tropfen drauf. Dann hast du das auch glatt. Ja, aber schönes Teil. Also die Form selbst ist wirklich sowas von arschglatt. Das sieht man selten. So, dann wollte ich ja hier einen Härtetest machen. Das ist der Einkaufswagen-Chip. Mir kommt der immer noch sehr klein vor. Auch der, da habe ich eine Luftblase gehabt am Rand. Aber auch der, guck mal, da kann man sich drin spiegeln. Alter Schwede, guckt euch die Oberfläche an. Ne, also die Formen, die bauen, die sind extrem glatt. Das ist ja der Hammer. Ne? Wahnsinn. Da kann ich mich, na komm, krieg mich hin. Ja, da bin ich. Da kann sich echt drin spiegeln, ich fasse es nicht. Ja, also da bin ich ja begeistert. Saumäßig glatt. Und wie gesagt, hiermit machen wir einen Härtetest. Mal gucken, wie viele Güsse die aushalten. Weil normalerweise so nach 10, maximal 20 Güssen sind die meisten Formen hinüber. Bei farblichen Sachen eher nach 10 Güssen. Wir schauen mal, wie lange die durchhalten. Aber da bin ich echt begeistert, wie glatt das Teil ist. Und meine Frau lasse ich dann gleich testen, ob das Ding auch passt. Weil ich habe wieder keinen Euro einstecken, sonst hätte ich glatt geguckt, wie groß das ist. Aber es passen ja auch 50 Cent Stücke in den Wagen. Schauen. Das werden wir sehen.